Und weiter geht's mit einer neuen Folge Tschernobylite. Seid gegrüßt, meine lieben verstrahlten Freunde da draußen. Wir machen weiter. Und zwar möchte ich zuerst ein bisschen Training machen. Dazu brauche ich aber den Olivier. Ah ja, und so wie es aussieht, muss ich erst schlafen gehen. When I agreed to partner with you, I was hoping for more than this. You should think long and hard about your next steps, Igor. Ja, bleiben Sie ruhig. Okay, Fakten 4 von 4. Simulation haben wir abgeschlossen, das ist gut. Ja, Bettchen, schlafen. Bist du sicher, dass du den Tag beenden und schlafen gehen willst? Einer benötigt medizinische Hilfe? Was? Moment. Da wollen wir nochmal eben gucken. Guck mal, hier können wir bestimmt wieder was ernten, oder? Ne, können wir nicht. Schade. Beruhigungssalze, Heilsalbe. Kann ich nicht herstellen? Okay. Braucht sie Hilfe? Ich weiß das gar nicht mehr. Olga? What can I do for you, Professor? Nee, können wir nicht. Wo ist denn Olivier? Hab ich den übersehen? Igor, for fuck's sake, man. It hurts bad. I need a medkit. Gib ihm Medizin. Geht nicht. Shit. Da, Olivier. What's going on, Igor? Trainieren. Do you think you could find some time to teach me some of your military tricks? No. There are no tricks or shortcuts when it comes to improving your survival skills or shooting. Ja, okay. But I'll be happy to teach you some basics. It'll make my job easier too if you know how to handle yourself out there. Ja. Präzision, perfektes Schleichen, schockieren, das kann ich schon. Revolver fügt mehr Schaden zu, perfektes Schleichen. Ah, okay. Kann ich gar nicht machen, weil ich habe nur 2 Fähigkeitspunkte. Maybe some other time. You're the boss, Igor. Ja, danke. Sieh Ausrüstung an. Swap some stuff, Olivier? Sure, whatever you need. Mal eben gucken, was er hat. Er hat die Schrotflinte. Okay, okay, okay. Oh, ich habe so viel Zeug hier drin, ne? Guck mal. Elektrikteile. Okay. Kann ich ihm eine Gasmaske geben? Nee. Okay. Na gut. Dann müssen wir erstmal ein bisschen weitermachen. Oder ich frage sie nach Training. Das könnte ich auch machen. What can I do for you, Professor? Trainieren. Hi, Olga. I was wondering if you could share some of the know-how you've picked up in the zone. I'd be glad to. But here in the zone, you must be self-sufficient. You don't want to end up worm food. Ja. Perfekte Ordnung. Die Tasche wird um 6 zusätzliche Fächer erweitert. Ja, das passt. Komm, machen wir das. Trainieren. Fantastic. I'm ready to learn. Oh, great huntress. No jokes while we're training, or I'll smack you upside the head. Von der Schleimer, ey. Mehr Platz im Inventar, gleich mehr Loot. Alright, here we go again. Time for the next lesson, Igor. Ja, dann. Oh, I'm sure it's going to be even more fascinating than the last one. I advise you to take this seriously. You wouldn't make fun of someone teaching you how to handle C4, would you? Probably not. Of course you wouldn't. So imagine this. Every piece of junk you stash is a brick of C4. You have to place it gently, wisely, and efficiently, otherwise it'll explode. Mm-hmm. To my knowledge, canned food doesn't... Don't interrupt. Why do you take everything so literally? It's a goddamn metaphor, goddammit. If I ever get to meet Tatiana, the first thing I'm going to ask is what she ever saw on a tedious egghead like you. Voll frecht. You and me both. Anyway, you have to be careful and mentally present when arranging your shit. Okay. Trust that your life depends on it. That's lesson number 2. Okay. What's lesson number 3? It's called believe. Glauben. Believe in what? Believe that you will find whatever you need in your bag without checking. Women practice this all the time. What do you say, student? I want to believe. Lol. Okay, okay, okay. Ich verstehe.
Neue Fähigkeit erlernt. Perfekte Ordnung. Dankeschön. So, jetzt können wir schlafen gehen. Glaube ich. Oder kann der uns auch was beibringen? Ach, guck mal, bei dem kann man auch trainieren. Sasko, you're experienced, right? Is there anything you can teach me about... About what? Living on the streets? I'm not offended. Okay. I can show you a thing or two, but you need to practice if you're serious about improving. Okay. Parkour. Ja, da steht leider nicht, was das bedeutet, ne? Okay. Actually, gut, machen wir später. Aber wir seine, seine Ausrüstung mal angucken. Guck mal, der hat keine Waffe. Wieso hat er keine Waffe? Was geben wir ihm denn? Wir geben ihm eine AK. So, hat er. Und jetzt kriegt er noch Gewehrmunition. Nee. Der kriegt eine Rüstung, oder? Nee. Das ist ja meine. Ich habe ja nur die eine. Aber er kann eine Dings kriegen hier. Eine Gasmaske. Oder geht das nicht? Nee, geht anscheinend nicht. Naja, gut, da hat er wenigstens eine Waffe. So. Hauen wir uns hin. Tag beenden. Und dann machen wir gleich noch eine neue Aufgabe. Da haben wir ja noch genug von. Und dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Was cool wäre, wenn wir vielleicht auch nochmal den Dietrich irgendwie bekommen. Das wäre toll. Aber wir warten mal ab. So, gucken wir hoch, gucken wir mal, was unser Gemüsegarten so sagt. Lalalala. Schon was gewachsen? Nein, natürlich nicht. Da auch nicht. Okay. Dann gehen wir hoch. So. Guten Morgen. So, Fernglas. Erforschen. In diesem Teil der Zone stehen derzeit keine bedeutenden Ereignisse an. Du kannst dort trotzdem Ressourcen und Nahrung suchen. Das ist gut. Okay, Zeug für echte Männer. Okay, Lager Dugara da. Kopachi, ein alter Freund. Das mache ich. Da habe ich Bock drauf. Olivier geht in den Roten Wald. Hafen von Pripyat. Michael ist angeschlagen. Dann macht das... Oh, dein Gefährte ist zu gestresst. Okay, ja, da muss Michael raus. Nützt nichts. So. In der Basis bleiben Olga. Okay, ja gut, dann... Müssen wir heute mal ohne klarkommen. Oder? Wie mache ich das hier jetzt? Instabil? Hä? Das ist jetzt gerade ein bisschen verwirrend. So, er bleibt in der Basis. Nee, das geht nicht, ne? Das geht auch nicht. Ah, jetzt. Okay. Warte mal. Irgendwas stimmt da nicht. Das gefällt mir so nicht. Hafen von Pripyat. Olivier geht... So. Los geht's. Das Menü ist dann teilweise manchmal ein bisschen zickig. Das hätten sie besser machen können. You must wonder what happened to him all those years ago. Why would he work with the NAR, my love? Surely he must have a good explanation. He was always kind to us. Ja, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Lassen wir uns mal überraschen.
Vielleicht ist er auch ein Spion. Wäre natürlich nicht so cool. Dann müssen wir ihn leider töten. Aber ich hoffe natürlich nicht. So, wir sind wieder in Kupachi. Cool. Da hole ich doch direkt meinen Scanner raus. Bams. Und wir untersuchen erstmal. Wäre natürlich cool, wenn wir wieder ein bisschen Pilze und so ein Gedöns finden, weil unsere Gefährten sind ja ein bisschen angeschlagen, dass wir die ein bisschen heilen könnten. Das wäre toll. So. Okay. Liegt hier irgendwo was rum? Hier sind auf jeden Fall noch sehr viele Fragezeichen. Das heißt, wir haben hier noch nicht so viel erkundet. Was ich aber cool finde, haben wir noch ordentlich was zu entdecken. So, wir gehen mal hier lang. Hier vorne ist irgendwas. Oh, ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Wir kommen hier in die verstrahlte Zone. Das ist nicht gut. Gut, gehen wir. Oh, oh. Von wo kommt das? Ich habe was gehört, aber ich habe keinen gesehen. Das ist doof. Bestimmt von da. Vom Weg. Dann gehen wir erstmal hier lang. Da vorne sind nämlich Kräuter. Die hätte ich gerne. Danke. So. So, jetzt muss ich mal eben ein bisschen hören. Ich glaube von rechts. Ich habe Schritte gehört. Okay. Schritte sind nicht... Ah, da hinten. Okay, okay, okay. Wir bleiben mal kurz hier im Gebüsch. Ich will mal eben gucken, wo der hingeht. Eventuell kann ich den überwältigen. Oh, mal eben scannen. So, und jetzt hinterher. Die alte Schweinebacke will ich gerne loswerden. Müssen uns nur beeilen. Nicht, dass er sich gleich umdreht. Das. Ach, Mist, das sind zwei. Okay, shit. Ah, das ist doof. Der eine würde mich sehen, wenn ich den angreife. Und hier ist voll die Seuche, ey. Mist. Okay, müssen wir anders laufen. Irgendwie hier dran vorbei. Aua, 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 aua. Boah, Strahlung, ey. Aua, aua, aua. Ich will auch nicht rennen, weil die mich dann hören. Okay, Strahlung wird weniger, das ist gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt hier vorne. 50 Meter circa. Oh, guck mal da. Da liegt was. Holen wir das zuerst. Wir haben ja jetzt Platz wieder im Inventar. So. Okay, und jetzt gehen wir mal hier hoch. Oh, guck mal da hinten. Pilze und Kräuter. Habe ich die eben übersehen? Sag mal. Oder ist das wieder eine andere Ecke hier? Ich weiß das nicht. Pilze, perfekt. Spiel wird gespeichert, das ist auch gut. So. Gehen wir wieder zurück.
Einmal scannen, bitte. So, und ich werde hier vorsichtshalber einmal speichern. So. Oi. Schön vorsichtig. Boah, ich höre hier schon wieder so komische Geräusche. Das macht mir ein bisschen Angst. Da hustet jemand. Von wo kommt das? Der ist bestimmt verletzt. Es ist nur die Frage, wie komme ich da rein? Wir gehen mal hier rum. Pilze, perfekt. Ah, guck mal, unten wird auch was angezeigt. Das heißt, hier ist wieder so eine Art Bunker oder so. Okay, jetzt sind wir einmal rumgelaufen. Gehen wir mal nach oben. Okay, hier ist nichts. So. Und einmal Spiel speichern. Sicher ist sicher. Ah, hier ist Gas wahrscheinlich, ne? Oh. Oh oh. Okay, schnell weg hier. Nicht gut. Von wo bin ich gekommen? Shit. Okay. Kann ich nachträglich meine Maske ausrüsten? So. Na, immerhin funktioniert das. So. Was haben wir noch? Jo, das war doch schon mal gut. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Aber ich werde wieder speichern. So. Und guck mal, ob wir dem Dude hier helfen können. Begrabener Soldat. Ach, du Scheiße. Nein. Frag ihn, was passiert ist. You seem to be in a bit of a predicament, friend. You think it's funny? A chunk of the ceiling collapsed and knocked me out. Oh, I can't move. I alerted my squad. They should be here any minute. Well, good luck with that. Wait. Can you spare a gas mask filter? Hard to breathe in here, eh? My filter got fucked up when the ceiling collapsed. I could use an extra one, you know? Just in case it takes the rescue party a while to get here. Ich denke, ich kann ihm einen abgeben. Oh, ich weiß nicht, ne? Na komm, hier. Gab Erfahrungspunkte. Naja, wir sind halt nett. So. Hier kommen wir wieder nicht rein. Aber hier ist was. Guck mal. Brennbare Teile. Chemikalien. So viele Räume hier, ey. Wahnsinn. Hier ist nichts. Okay.
Ah, guck mal, jetzt sind wir draußen. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. In Richtung Ziel. Vielleicht war das auch eine gute Entscheidung, ihm den Filter zu geben. Vielleicht merkt er sich das ja. Quasi Karma und so. Vielleicht revanchiert er sich ja irgendwann mal. Man weiß das ja immer nicht. So. Kräuter. Oh, was ist das hier für ein Ort? Kann man hier rein? Ja. Ah, okay, in der Werkstation. An der Werkstation herstellen. Okay. So. Kräuter! Yes! Oh, ich bin auch ganz schön angeschlagen, ne? Wenn das so weitergeht, brauche ich auch ein Ding ins Bummens. Medikit oder so. Aber ich glaube, wir sind gleich da. Aber bevor wir da reingehen, einmal speichern. Aus Sicherheitsgründen natürlich. So, einmal über den Zaun. Oh, da steht jemand. Ist das ein Freund oder ist das ein Feind? Sascha, mhm. Okay, die Frage konnte ich mir gerade selber beantworten. Das Haus wird also bewacht. Und da ist wieder so eine gruselige Puppe. Da ist er. You. I'm surprised to see you here. You are. Beruhige ihn. It's Igor. You remember me, Professor Semenov, don't you? It's been a long time. I thought you would have retired by now. But I guess there's no rest for a man of science like you and me. Igor. It's so good to see you. But what are you doing here? It's not safe. Ich weiß. What are you doing here, Professor? Are you really working for NER? Do you know what they're doing in the zone? How they treat the summer shells? Please, Igor, slow down. My concern is science, as it always has been. The politics and administrative piffle, I leave to others. Okay. Then what are you doing here exactly? Ja, erzähl mal. You don't need to worry about me. I haven't turned into Dr. Mengele. I study the local fauna. Ja, ist klar. Very peculiar, very dangerous. You must have run into them at some point. Ja. There are reports dating back from before the Chernobyl catastrophe. It's very important that we gather every bit of available information. Okay. Let the man catch his breath. Otherwise he may become suspicious. He was probably forced to work for NAR. That's my guess. So this is Semenov. Very smooth, very slick. I wouldn't trust him if I were you. Warum sollten Dokumente in einem Kindergarten sein? Es kann wohl nicht schaden, das zuzugeben. The shadows, yes. They seem to have some connection to Chernobylite. So you know about Chernobylite? Did you get a chance to study it? Perhaps we could compare notes. And what about yourself, Igor? Why are you here? This is a restricted area, as you must know. Ja, das weiß ich. I haven't seen Tatiana in 30 years. I seem to have some blank spots in my memory. I can't remember what happened the night of the disaster. Okay. I need to find her. I need to find out what happened to us. Reactor number 4. That was a real disaster. Some of our colleagues paid the ultimate price for this misguided experiment. That's what happens when politicians are placed in charge of scientists.
and Tatiana. Such a sweet girl. And your friend Boris. Ja, Boris, der Verräter. We're inseparable. I called you my three musketeers, remember? Look, my security detail will be back soon to collect me. I don't want them to hurt you or start asking questions. Mm. How can I get in touch? I will find you. Now, go. Okay. Er will mich also nicht mehr hier haben. Nein, er macht sich natürlich nur Sorgen um unsere Sicherheit. So wie man das vermuten mag. Aber was ist das hier für ein... Ah, okay. Ich wollte mich gerade fragen, warum da noch so das Symbol ist. Hat sich gerade erledigt. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Hinweis. Christ, what kind of experiments have the KGB been conducting? Is the NAR trying to continue their work? Trophy, drei Musketiere. Ja. Ich würde hier ganz gerne noch ein bisschen, mich umgucken, aber anscheinend geht das gerade nicht. Wo ist das Vieh hin? Holy shit. Okay, ich glaube, ich sitze hier in der Falle. Ganz schnell weg hier. Sicher ist sicher. Ich habe keinen Bock, gegen das Vieh zu kämpfen. Und dann zu sterben. Nicht, dass wir die Mission nochmal wiederholen müssen. Aber ich glaube, das war jetzt ein guter Erfolg. Wir haben wieder einen Hinweis gefunden. Das bedeutet, wir können das an unsere Pinnwand heften. Und dann gucken wir mal, was die anderen beiden so Schönes geschafft haben oder auch nicht. Ich hoffe, die haben ein bisschen Stoff besorgt. Okay, meine Mission war erfolgreich. Oliviers war ein Fehlschlag, das ist nicht gut. Aber Olga hatte Erfolg. Hat aber keine Belohnung dabei. Doch, Michael, hier. Sauber. Zur Essensverteilung. Perfekt. Guck mal. Jeder kriegt eine halbe Portion. Annehmen. Zack. So. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir hier ein bisschen Heilung herstellen können. So. Da haben wir was. Da haben wir was. Kochstelle. Antistrahlungssalbe brauchen wir nicht. Beruhigungssalze. Heilsalbe brauchen wir. Herstellen. Zack. Und nochmal. Zack. So, jetzt gehen wir zuallererst mal zu ihm hier. Igor, for fuck's sake, man. It hurts bad. Ja. Ja, ja, ich hab was dabei. Bleib ruhig. Nee, geht auch nicht. Hä? Warum geht das nicht? Verdammt. Der will wahrscheinlich ein richtiges Medikit. Hat er Pech. Ich heile mich jetzt erstmal. So. Perfekt. I'm wounded, Igor. Can you get me a first aid kit? Appreciate it. So. I feel better already. Ihm konnten wir wenigstens helfen. Das ist doch schon mal was. Beziehungsstatus großartig, das hatten wir auch noch nicht. Ich bin begeistert. When I agreed to partner with you, I was what's up, Igor? Tell me about your time with Yura Kirpish. Why the interest all of a sudden? You tested me because you wanted to know who you were working with. Genau. Now, I'd like to know more about you. Fair enough. Well, I did a few things I regret. Like what? The businessy term for its goods redistribution.
You stole from the rich and gave unto yourself. Not myself. We used to have a, guess you would call it a fund. Something like a joint bank account. Everyone had to contribute. It was used to pay for our wages and bribe the police, but also to help anyone struggling with uh-huh. poverty. Yuri Kippish is one nasty motherfucker. He also takes care of his neighborhood. He sounds like a real hero. You don't get it. How could you? You never wondered where you were going to sleep at night or when you'd get to eat next? A lot of people are born into poverty. They don't all become criminals. A lot of people are living a life of quiet desperation. I don't agree with that. Mm. I don't give a rat's ass about other people's rights and wrongs. I define my own morality. No. Never ask for anything and make your own luck. That's my motto. That's pretty dark. I guess you don't have much hope for humanity. Oh, I do. I hope it fucks itself over for a good one day. Once and for all. Okay. Er ist ein richtiger Sonnenschein. Okay, guck mal hier. Wir können doch mit den anderen auch reden. Können wir mal eben machen. Olga, Baby. How do you do, Igor? Fine. Fine, just getting ready for action. What's up with you? Before I came here, I was involved with Greenpeace in Ukraine. Oh, that's commendable. Any successes? Well, the economic climate wasn't very good at that time. We staged some protests. I even chained myself to a tree once. But okay. In the end, the police would show up and beat the shit out of me. Don't be so hard on yourself. NGOs have always had it rough in our neck of the woods. Yeah, it was like bailing out the ocean with a teaspoon. Somebody told me that when Greenpeace first came to Ukraine, they were immediately infiltrated by the KGB. Ach du Scheiße. I can't believe this world. That was the Cold War mentality for you. Every foreign NGO worker is a potential spy or asset. Some officials promised to help us build an eco-housing project for Chernobyl survivors, but in the end it came to nothing. The construction company dug a huge hole for the foundation that disappeared with all the materials. Ja, ganz that prima. Was the end of it. One giant waste of time. I wish I had been born in your times, Igor. I would have done so much more. No, you wouldn't. But you probably would have gotten yourself killed. Ja, auch nicht schlecht. So, sieh Ausrüstung an. Mal sehen, was sie hat. I'd like to rethink your gear loadout. Sure, Igor. Just don't make a mess with my inventory. Ja, natürlich. Natürlich. Also, okay, sie hat schon eine Waffe. Das ist dann egal. So, Werkstation. Medikament. Ah, Medikit. Guck mal. Dann können wir jetzt hier unserem Kumpel. So, komm mal her, Michael. Ja, ja. Hab ich doch dabei. Bleib ruhig. Ja, gern geschehen. So, was kann der mir beibringen? Michael, you've been around. You could teach me something about surviving in the zone. Absolutely, I can. That's the smartest request you've ever made, Igor. Gathering and preparing herbs and mushrooms, scavenging for food, treating bullet wounds. I wouldn't last long in this shithole if it wasn't for my mad skills. Ja. Sammeln, guck mal. Beim Ressourcensammeln steigt dein Ertrag um 15%. Ja, das ist doch geil. Trainieren. Perfect. Let's do it. Sehr schön. Das heißt, mehr Pilze, mehr Dingensbums. Ah, yes, I remember now. I'm going to teach you how to scavenge for supplies. It's very fucking important that a true stalker can recognize all the different kinds of herbs and mushrooms, right? Ja. You also need to know how to spot useful stuff, like electronics or parts. You feel me? Ja. Very fucking useful. You can use this shit to build something really badass. Okay. But you also need to be fast. You can't be wandering around like an idiot. Something will come up and bite you in the ass. Yeah. That's why we're going to time this exercise. I'll give you 60 seconds to find anything usable. I don't care if you're ready or not. 60 Sekunden. 2. Sein Ernst? 2. 2. Go. Okay. Zack, Kräuter. Ich habe nicht mal meinen Scanner dabei, oder? Doch. TikTok, Igor. You got 40 seconds. Ja.
Schreib mich nicht an. Ich beeil mich doch schon. Da hinten. Ah! Hier auch noch. Wieso sind hier so viele Pilze? Das ist ja voll die Frechheit. Wenn ich losgehe in den Missionen, dann kriege ich ganz wenig immer. 20 Sekunden. Ja. Zack. Das wäre cool, wenn man das jetzt behalten dürfte. Das würde ich voll abfeiern. Ah, ja, okay. Hier ist nichts drin. Schade. Aber ich glaube, das gehört auch zu unserer Basis. Ja. Schrei mich nicht an. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Yes. Dann zeige ich mein Zeug. That's not much. But hey, now you got a really crummy baseline from which you can improve. We're done here, Igor. Okay. War das jetzt ein Erfolg oder haben wir verkackt? Nee, neue Fähigkeit erlernt. Ja, nice. Das ist doch mal cool. So, er hat auch noch was zu erzählen. What's going on, Igor? Nee, hat er nicht. Warum hab... Igor, I think we've made some serious mistakes here. Maybe we should reconsider your approach to, I don't know, everything. Ja, ich würde mir mal gerne ein Dings herstellen, aber irgendwie kann ich hier nichts machen. Warum auch immer. Ich hoffe, das ist kein Bug. Ich wollte nämlich hier den Dietrich und so machen. Aber ist okay. Ist okay. Wir gehen jetzt erstmal in unser Zimmer. So. Netz der Lügen. Guck mal, hier haben wir nämlich schon Fakten 3 von 3. Die lesen wir uns noch eben durch. Also einmal eben anklicken. General Koslov, der Herr über Leben und Tod. Weiß er, wo Taterna ist. KGB und NAR. Verrückte Experimente an Menschen. Ist Tanja eines der Opfer? Man weiß es nicht. Was ist das hier? Eine Nachricht. Die lese ich jetzt nicht vor. Könnt ihr gerne pausieren und dann selber lesen. So. Das ist auch wieder... Erwachsener Mann, okay. Test. Tschernobyl-Nanolösung. Okay, haben sie an Menschen getestet. Ich verstehe. So, hier gibt es auch wieder was zu lesen. Zack, eine Art Tagebuch. Was hat Tschernobyl mit Gehirnwellen und Superbewusstsein zu tun? Gute Frage. Ja, so. Ich glaube, jetzt haben wir alles gelesen. Das heißt, wir beenden hier die Folge und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und machen dann hier weiter. Also, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wenn ihr Bock habt, dürft ihr gerne einen Kommentar unter das Video schreiben, also wie ihr die Folge fandet. Und wenn ihr neu seid, dürft ihr auch gerne auf Abonnieren klicken. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. So, aber ich bin jetzt erstmal weg. Ich hau mich hier jetzt auf eine Pritsche und wir sehen uns dann bald wieder. Also, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.